Der letzte Festivaltag ist heute hier ganz entspannt gestartet. Die meisten Metalheads sind erst am späten Vormittag hier aus ihren Wohnwagen und Zelten gekrochen, dann erstmal duschen gegangen. Gestern haben hier ja die Headliner gespielt, die Rocklegenden Iron Maiden. Danach sind noch Lord of the Lost aufgetreten, haben mit Blümchen zum Beispiel einen Roxette-Song gecovert. Also hier war wirklich Party bis in die späte Nacht. Deswegen heute alles ein bisschen entspannter. Das Wetter ist auch heute durchwachsen. Es gab am Vormittag hier einen richtig heftigen Regenschauer. Da kam auch sofort wieder der ganze Schlamm hoch, zum Beispiel hier auf dem Campingplatz vorne vor dem Duschhäuschen. Aber das Gute ist, es ist heute wärmer als in den vergangenen Tagen. Wir bekommen bis zu 21 Grad. Das heißt, der Boden hat heute vielleicht noch Chance, ein bisschen zu trocknen, damit hier morgen dann auch alle gut vom Campingplatz runterkommen. Wir sind mit Metal Trains immer da. Und dann müssen wir morgen halt sehr früh aufstehen. Und ja, also ich glaube um vier ungefähr geht der erste Bus. Und dann geht's nach München wieder nach Hause morgen. Genau. Die Musik ist klasse. Die Organisation wieder grandios, aber es ist halt wirklich dieses Jahr absolut ins Wasser gefallen. Stimmung trotz des ganzen Anreisechaos richtig gut. Informationsfluss war sehr dürftig, aber wir werden nächstes Jahr trotzdem wiederkommen. Einfach weil die Leute, die Fans, das läuft, die Musik ist geil. Das ist mein erstes Wacken und ich muss sagen, sehr schlammig, aber mega geil. Die Leute haben mega geile Laune, sind super lieb und einfach mega geile Stimmung. Ja, einfach Hammer. Das Wetter war 2015 viel, viel, viel schlimmer. Also ich fand es wirklich gut nachher, alles in allem. Die Anreise war scheiße, aber hat Spaß gemacht, die Leute sind gut drauf. Wir selber sind bei Anwohnern untergekommen, wir sind nicht auf dem Campground. Da ist das alles recht verteilt wohl. Aber auch hier im Infield, auch gerade heute Morgen, hat man auch gemerkt, so, na, sind nicht viele Leute da. Und auch bei den Headlinern habe ich schon den Eindruck gehabt, es war weniger als sonst. Wir sind tatsächlich, obwohl wir schon seit vielen, vielen Jahren Metal hören, dieses Jahr das erste Mal da. Aber nachdem ich mir angucke, wie viel Luft da unten auf dem Infield ist, denke ich mal, ja, definitiv weniger als sonst. Der Veranstalter hat ja mal eine Meldung rausgegeben, es soll nur so knapp 50-60% sein, aber im Leben nicht. Ich würde sagen, es sind durchaus 90%. Da haben sich wahrscheinlich viele noch irgendwo umher mit Taxis durchgeschlagen und es ist trotzdem, also gestern Abend als Beispiel bei Iron Maiden war es proppevoll und alle anderen Meldungen sind eigentlich Quatsch.